Jojo Leute, was glaube ich bin's, euer Enrico Italia und in diesem Video geht es um die 10 Autos mit dem besten Handling in GTA 5 und nochmal ein riesen Dankeschön für das Feedback von euch, für die Motivation von euch vom letzten Video, vom gestrigen Late Night Stream und irgendjemand hat auch die Echte daraufhin angeschrieben und sie hat dann auch mir sofort geschrieben, hey, ihr tut es auch sofort leid und hat da mich auf jeden Fall auch sehr motiviert und deswegen bin ich auch sozusagen auch ein bisschen happy in diesem Video. Schaut bitte auf jeden Fall bei ihr vorbei, ich will mal wissen, was meine Community so richtig kann, lasst auf jeden Fall ein Hashtag Enrico Italia Army da und schreibt ein paar schöne Worte bei ihr unter ihr Instagram-Account oder Foto, wie auch immer. Da wird sie sich sicherlich freuen. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Person und ist auf jeden Fall richtig nett, dass sie mir da noch geschrieben hat. Jo, wie gesagt, ist auch keine Fake-Person, das ist wirklich jetzt die Originale, nur so nebenbei. Und dann haben wir auf Platz Nummer 10 den Contender und das Ganze ist ein SUV. Diesen Wagen habe ich auch schon sehr, sehr oft in meinen Videos vorgestellt und klar, manche YouTuber meinten, er ist scheiße und er ist total unnütz in GTA 5, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser SUV ist der beste in seiner Klasse, auch wenn jetzt hier vielleicht ein paar Fehler drin sind im Gameplay. Ihr könnt mit diesem SUV so geile Zeiten herausholen und mit dem Handling, es ist einfach so, mit diesem SUV hat man einfach das beste Handling bei den ganzen SUVs und dieser Wagen ist auf jeden Fall richtig nice. Für seinen Preis auch geht der voll in Ordnung und der ist auf jeden Fall billiger als der gepanzerte SUV von Benefactor natürlich und deswegen müsst ihr euch auf jeden Fall diesen Contender, beziehungsweise müsst es nicht, bin ja nicht euer Vater, aber ich empfehle euch diesen Contender auf jeden Fall zu holen, der ist auf jeden Fall wert. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug den Dominator in der Race-Version, sozusagen den Pisswasser Dominator und dieses Massacre hat in der Massacre-Klasse auf jeden Fall das beste Handling an sich. Sabre Turbo hat eigentlich auch ein gutes Handling, aber ich finde halt den Dominator in der Race-Version, sage ich jetzt einfach mal so, ist auf jeden Fall richtig krank, was der da für Overtakes hinrichtet, also für krasse Moves auch. Das ist richtig heftig. Mit diesem Auto kann man richtig geile Moves auch hinbekommen. Man kann mit diesem Auto richtig gut manövrieren auch. Deswegen ist dieses Auto auf Platz Nummer 9 sozusagen und dieses Auto lohnt sich auf jeden Fall auch und ist übrigens auch kostenlos für manche. Dann haben wir auf dem 8. Platz den Brioso RA. Und das Ganze ist ein Kompaktwagen. Bei diesem Kompaktwagen ist es so, klar, es sind natürlich nicht Supersportwagen oder sonstiges. Es sind halt Kompaktwagen, aber für einen Kompaktwagen geht das Auto richtig klar. Ich meine, gebt euch mal das Handling, das ihr im Hintergrund seht. Der Wagen, wenn er in die Kurve reingeht, dann legt er sich so richtig schön in die Kurve rein. Und das ist auf jeden Fall richtig fett bei diesem Auto. Das gefällt mir richtig gut. Und damit kann man dann auf jeden Fall auch wieder sehr gute Rundenzeiten auch rausholen. Auf dem nächsten Platz haben wir den FMJ. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, der FMJ hat ein gutes Handling. Wirklich? Gebt euch mal einfach das Gameplay im Hintergrund. Und damit kann man einfach so richtig gute Overtakes auch wieder machen mit dem schönen FMJ, also mit dem FMJ, den Supersportwagen, der ist auf jeden Fall auch wert und damit kann man auf jeden Fall auch ein paar Rennen fahren. Wie gesagt, für den Flughafen ist er zum Beispiel wie gemacht, denn da hat es einfach so gewisse Curbs, wo der einfach super drüber kommt, wo zum Beispiel Teddy 20 richtige Schwierigkeiten hat. Deswegen finde ich den FMJ einer der besten Supersportwagen in GTA 5 und das Handling passt natürlich auch zu diesem Auto. Dann haben wir auf dem nächsten Platz den Felzer und der Felzer ist ein Sportwagen, wissen natürlich auch sehr viele Leute, auch wenn ich im Hintergrund nicht immer perfekt war, aber ihr könnt mir wirklich vertrauen. Ihr könnt natürlich auch selber mal die Autos kaufen und dann auch mal selber testen in Rennen. Übrigens, falls ihr das Rennen auch mal fahren wollt, Grüße an Dixterpop, geht raus. Auch ein richtig geiles Rennen, das er hier erstellt hat, auch wenn ihr manchmal Schwierigkeiten habt. Trotzdem finde ich einfach die Strecke von ihm richtig fett geil und es gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, was er da auch erstellt hat. Übrigens, wir waren ja beim Felzer, deswegen zurück zum Felzer. Mit diesem Sportwagen kann man, wie gesagt, auch richtige Moves hinbekommen. Man muss halt nur wissen, wie man auch mit diesem Fahrzeug umgehen kann, beziehungsweise umgeht, denn zum Beispiel mit einem Elegy geht man anders um als mit einem Massacre-Rennversion. Ich zum Beispiel kann gar nicht mehr mit dem Massacre-Rennversion irgendwie fahren, habt ihr auch im Stream vielleicht gemerkt. Auf jeden Fall auf dem nächsten Platz haben wir den Tyrus, auch wieder ein Supersportwagen. Der Tyrus ist natürlich 100-mal besser als der T20 ohne den Osiris, ist ja ganz klar. Der ist in der Endgeschwindigkeit ein bisschen besser als der T20 und vom Handling her, es ist wirklich phänomenal, was dieses Auto einfach kann, was für Moves das Auto einfach drauf hat, wenn man damit richtig gut fahren kann. Und es gibt da draußen wirklich richtig gute Rennfahrer, die bekommen damit wirklich kranke Rennzeiten hin. Aber es gibt immer noch bessere Fahrzeuge, beziehungsweise es gibt noch ein paar bessere Fahrzeuge in der Supersportklasse und die haben es auf jeden Fall sehr in sich. Vielleicht wisst ihr auch schon welche. Dann haben wir auf dem nächsten Platz eine Legende für sich und zwar den Turismo. Ja, ich liebe dieses Fahrzeug wirklich so sehr und ich habe mir schon immer mal gewünscht, dass man einfach so ein Grand Prix macht, wo jeder einfach mal den Turismo R hat. Vielleicht mache ich jetzt da am Freitag um 20 Uhr den Livestream. Wer weiß, also könnt ihr ja im Kalender eintragen und ich finde einfach den Turismo auch vom Aussehen richtig geil, aber es geht ja nicht ums Aussehen, sondern vom Handling von diesem Fahrzeug und da das Fahrzeug einfach so leicht ist und einfach auch so kompakt ist,
ist es einfach so genial, mit diesem Fahrzeug rumzufahren, um die ganzen Kurven rum zu manövrieren. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und auch vom Handling ist es einfach super leicht zu steuern. Das über- und untersteuert eigentlich sehr, sehr wenig, das Fahrzeug. Von daher kann ich es einfach nur empfehlen. Dieser Supersportwagen kostet auch nicht so viel, also der geht eigentlich voll klar und ist eigentlich sozusagen ein kleines Schnäppchen, wie auch der Centorno für 725.000 GTA-Dollar, kann ich wirklich nur empfehlen. Falls man ein kleiner Einsteiger ist in GTA 5, dann würde ich mir auf jeden Fall zuerst mal solche Wagen holen, aber klar, als Einsteiger weiß man halt nicht, welche Fahrzeuge jetzt gut sind, welche nicht. Da sieht man halt nur die Preise und denkt dann, oh geil, ein Oxford Lynx, oh der wird gut sein, ja Mann, geiler Sportwagen, ne. Ist klar, dass halt dann so eine Scheiße dabei rauskommt, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist ja Rockstar Games Schuld, sage ich jetzt einfach mal, denn auch die Statistiken stimmen mir manchmal nicht überein. Anderes Thema habe ich auch schon mal angeschnitten. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug den Omnis. Und der Omnis ist auch wieder ein Sportwagen, wie auch der Pfälzer und wie auch der Pfälzer ist dieser Wagen auch wieder ein Sportwagen, habe ich auch gesagt, aber es ist wieder bei diesem Fahrzeug einfach so, dass man noch ein besseres Handling hat bei diesem Fahrzeug. Man kann damit einfach noch besser manövrieren, man kann damit noch heftige Rundenzeiten rausbekommen als mit dem Pfälzer. Finde ich persönlich, kann sein, dass manche Rennfahrer da draußen, dass es bei denen anders ist. Klar, falls sie jetzt zum Beispiel jetzt lange auf dem Pfälzer eingestellt haben und lange mit dem gefahren sind, dann fahren sie natürlich erstmal mit dem schneller und besser auch, deswegen ist es auch immer ein bisschen Gewöhnungssache. Dann haben wir auf dem nächsten Platz den E-Terry One, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das Ganze ist ein Supersportwagen und dieser Supersportwagen gefällt mir persönlich richtig gut, auch wenn er nicht so schnell ist wie der Tyrus oder der RE7B oder auch der T20, wobei in der Rundenzeit ist der E-Terry One auf jeden Fall viel schneller als der T20. Auch wieder vom Handling geht der Wagen richtig ab. Das ist auf jeden Fall richtig geil, was dieser Wagen so drauf hat und der geht auf jeden Fall richtig klar. Auch wieder hier habe ich auch wieder Geländereifen am Start und ihr wisst ja auch, durch die Geländereifen bekommt man einfach viel mehr Grip, auch bei den ganzen Curbs, das ist sehr wichtig, außer beim RE7B, da bekommt ihr insgesamt mehr Grip, dafür aber dann weniger Topspeed. Das ist einfach so und bei dem RE7 verhält sich einfach der Wagen verschieden bei den ganzen Felgen und im Hintergrund sieht ja schon, der RE7B ist einfach ein Wagen, der richtig heftig ist, da lohnt sich wirklich jeder einzelne Cent bei diesem Wagen und ich persönlich finde den Wagen einfach so richtig geil. Mit diesem Wagen kann man auch wirklich Weltrekordzeiten hinbekommen. Das ist auch nicht allzu schwierig, aber natürlich, wenn das Fahrzeug mehr Handling hat und auch super schnell um die ganzen Kurven geht, dann muss man da auch mehr aufpassen, ist ja ganz klar. Aber insgesamt ist der RE7B schon ein Wagen, wo man sagen kann, hey, diesen Wagen sollte man auf jeden Fall in der Garage haben, denn das ist einfach ein richtiges Biest und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, diesen Wagen einfach mal in die Garage reinzustellen, mit denen ein paar Runden zu fahren und dann werdet ihr vielleicht auch selber feststellen, dass dieser RE7B ein richtiges Biest ist, dass er richtig gut ist und dass es sich auch wirklich lohnt, dass die, glaube ich, 2,5 Millionen Dollar sich da auch wirklich gut dann lohnen, auch bei diesem Fahrzeug. Allgemein ist es einfach so beim RE7B, wenn ihr den einfach schneller haben wollt, dann macht auf jeden Fall die normalen bzw. die Sport- oder auch Luxusfelgen drauf. Wenn ihr da jetzt aber mehr Grip haben wollt bei den ganzen Rennen, bessere Rundenzeiten vielleicht auch rausholen wollt, dann nehmt auf jeden Fall die Geländefelge. Ich habe persönlich die Geländefelge drauf gemacht und im Hintergrund seht ihr schon mal eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Fahrzeugen, die ich euch heute vorgestellt habe in diesem Video. Und natürlich haben wir den Contender, den Dominator in der Race-Version, also den Pisswasser Dominator, ganz klar, die beiden Fahrzeuge, die ich erstmal vorgestellt habe in diesem Video. Drittes Fahrzeug natürlich der Brioso RA. Natürlich ein richtig geiler Kompaktwagen, der ein übelst gutes Handling hat. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, denn wenn die Kurve halt ziemlich S-linig wird, dann kann es sein, dass das Fahrzeug halt ein bisschen ausbricht, aber da müsst ihr halt dann ein bisschen aufpassen. Und immer Geländefelge drauf tun, ne, wisst Bescheid. Dann haben wir dann als nächstes Fahrzeug den FNJ und was kann man zum FNJ sagen? Es ist einfach ein Biest, ist super für den Flughafen eigentlich geeignet und so für Grand Prix kann man ihn auf jeden Fall sehr gut verwenden. Vor allem, wenn jeder den FNJ hat, dann kann man da auf jeden Fall sehr geile Battles hinbekommen. Und natürlich noch den Pfälzer in der Sportwagenklasse. Natürlich, was kann man alles zum Pfälzer sagen? Super geiles Aussehen, super geiles Handling. Wenn man damit auch richtig dann aufpassen tut, dann kann man da wirklich super geile Rundenzeiten auch rausholen. Besser als sogar manchmal der Masako Rennversion, habe ich selber festgestellt. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug den Tyrus, den Progen Tyrus. Bei diesem Fahrzeug ist es einfach so, dass es
20 mal besser ist als ein T20 von den ganzen Rundenzeiten her, ist einfach so. Natürlich ist es einfach auch so bei diesem Fahrzeug, dass es richtig schnell ist, auch von der Endgeschwindigkeit. Viel schneller als der E-Terry 1 und der Airy 7B. Und bei diesem Fahrzeug ist es auch relativ egal, von der Endgeschwindigkeit her, ob man es als Geländefelge drauf hat oder Luxusfelge. Dann haben wir eine richtige Legende, wie auch schon im Video gesagt, nämlich den Turismo R. Und dieser Wagen ist mir einfach so richtig auch ins Herz gewachsen, auch über die ganzen Jahre in GTA 5. Und dann natürlich den Omnis. Omnis ist natürlich ein richtig geiles Rennauto in der Sportklasse. Der Omnis kommt ja auch wieder einen richtig geilen Look auch und hat einfach ein grandioses Handling. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der hat vielleicht so ein bisschen ein besseres Handling als der Elegy auf jeden Fall und vielleicht auch als der Pfälzer. Von daher ist er auf jeden Fall ziemlich geil. Dann haben wir natürlich noch den E-Terry 1. Der ist von der Sportwagenklasse her, von den neuen Fahrzeugen, der langsamste eigentlich. Aber dadurch, dass er halt dadurch auch ein besseres Handling hat als zum Beispiel, jetzt finde ich persönlich, der Broken Tyrus und der Airy 7B ist ja auch richtig schnell und schlägt somit auch in manchen Zeiten auch den Broken Tyrus. Dann haben wir natürlich auf Platz Nummer 1 den Airy 7B. Das Biest ohnehin und das ist auf jeden Fall richtig heftig. Das ist mein Favorit hier in diesem Video und falls ihr noch einen gemoddeten Account braucht mit ordentlich Geld, Rang, gemoddeten Farben, ihr wisst Bescheid, könnt ihr mir gerne in die Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr auch einen Link, falls ihr Fragen habt. Und vergesst nicht, bei ihr vorbeizuschauen bei dem Girl und ich bin raus. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.